Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Professional Farmer Cattle and Crops. Wir sind unterwegs zur Genossenschaft, um Dünger zu holen. In der letzten Folge haben wir ja NPK-Dünger ausgebracht, also NPK 2010-10. Und jetzt holen wir dann K60. Aber Kalium fehlt uns noch. Und ja, da brauchen wir auch nochmal wieder NPK-Dünger für die anderen Felder. Zwei haben wir noch, die wir noch düngen müssen. Aber den holen wir dann später. Jetzt erstmal den K60 und dann haben wir hoffentlich bald alle gedüngt. Was ich sehe oben, die Uhrzeit ist keine Realtime, aber sie vergeht in Echtzeit. Also eine Minute ist eine Minute, so wie das ausschaut. Das heißt, wir haben tatsächlich ordentlich Zeit. Wir haben den für 10 Stunden gemietet. Muss mal gucken, ob wir das lassen auf den einmal oder mal auf zweimal hochgehen, also es quasi doppelte Geschwindigkeit läuft. Weil jetzt geht die Zeit natürlich schon extrem langsam. Und für Dinge, die man normalerweise einen Tag brauchen würde, brauchen wir dann hier vielleicht eine Stunde oder so. Das ist ja auch nicht so das, was man will. So, wir brauchen K60. Da haben wir es. Ich dachte doch gerade. Wir nehmen auch mal die vollen 3 Tonnen. Dass wir auch was auf Vorrat haben. Ja, mit der Zeit oben muss ich mal gucken, ob wir da noch ein bisschen dran rumstellen müssten. Wie gesagt, das ist jetzt natürlich schon extrem langsam, ne? Wobei mit der Mietzeit habe ich natürlich den Vorteil, ich schaffe mehr mit der gleichen, also für weniger Geld. Das ist natürlich im Moment ein großer, großer Vorteil für uns. Den man auch nicht verachten kann, darf, sollte. Schauen wir mal. Schauen wir doch einfach mal. Ja, dauert ein bisschen, bis das gefüllt ist. Ich weiß gar nicht, wie viel Geld haben wir eigentlich. Gucken wir nachher mal. Ich meine irgendwas um die 100.000 müssten wir noch gehabt haben. Oder 80, 90? Weiß es gerade gar nicht. Wir haben ja ordentlich Felder gekauft. Und einen Trecker. Und einen Grubber haben wir auch noch. Weil das einfach zu den Dingen gehört, die man eigentlich ständig braucht. Also Trecker wollte ich nicht immer mieten. Lieber halt die Maschinerie und einen Trecker, der ein bisschen was kann. 1400er MB-Trag sind wir schon mal gar nicht so falsch mit. Da können wir ein bisschen was mit anfangen. Sollten wir eigentlich die meisten Arbeiten mit erledigen können. So. Und wir sind ja noch ein kleiner Bauer. Kleiner Landwirt, der auch noch einiges lernen muss. Viel lernen muss.
Ja, was wir auch noch brauchen, Kühe müssen wir noch kaufen oder Bullen. Die würde ich dann aber auf die Weide stellen, weil Futter haben wir im Moment keines. Könnte ich kaufen, müsste ich kaufen. Und dann brauchen wir aber auch einen Futtermischwagen. Der Vorteil, wenn wir das auf die Weide stellen, ist natürlich, das Gras kostet uns nichts, ne? Das fressen die halt so. So, jetzt machen wir dann aber auch eine größere Arbeitsbreite, nicht 24, sondern wenn es geht 48, dann brauchen wir nämlich nur halb so oft fahren. Und da brauche ich dann noch nur 100 Kilo pro Hektar. Und dann haben wir da auch die richtigen Mengen. Hätte gerade ausfahren können, ne? Fällt mir gerade so ein. Naja. Hätte, hätte. Haben wir aber nicht. Fangen wir mit dem großen Feld wieder an. Guck mal, ob wir auf 48 Meter gehen können. Hä? Ja, wir hätten einfach geradeaus fahren sollen. Dann wären wir nämlich auch hier lang gekommen. Ja, wir schaffen wir auch noch mal irgendwann, dass wir die Map eben auswendig kennen. Aber bis dahin müssen wir klein anfangen. Ja, jetzt müssen wir die erste Zeit mal natürlich von unserem Geld leben, was wir haben, ne? Quasi vom Opa geerbt. Ach, hier ist das ja schon. Oder wem auch immer und einen Hof gekauft. Und 1 Million haben wir, oder 500.000 hatten wir anschließend noch übrig. Da der Hof leider nichts mitgebracht hat. So. Jetzt brauchen wir erstmal. Die richtige Position. Dann müssen wir die Maschine einstellen. Können wir auf 48 Meter? Nein, 42 ist Maximum. Dann gehen wir wieder auf die 24. So, da haben wir, da brauchen wir 100. So. 24 und 100, das heißt, wir müssen auch da hinten hin. Wir müssen hier hinten hin. Einigermaßen vernünftig davor fahren, dass wir von der Position her nicht so viel korrigieren müssen. So, Parallelfahrsystem. 24, ach so, einschalten sollte ich es noch. So sieht das ganz gut aus. Würde ich sagen. Dann bringen wir mal aus. Ja, einen leichten Versatz haben wir, aber. Ist jetzt nicht so tragisch. Wie gesagt, wir lernen auch noch. Wir lernen das auch alles noch.
Düngen ein bisschen über den Feldrand hinaus, aber ja, nicht so tragisch. Nachbarn übers Feld fahren, Dinge, die man nicht tut. Dinge, die man eigentlich nicht tut. Ideal wäre natürlich gewesen, wenn wir genau die Spur nochmal getroffen hätten, aber ja. Dazu müsste man sich das pro Feld abspeichern können. Das ist im Parallelfahrsystemprinzip gesagt, für das Feld die Einstellungen. Idealfall noch das Feld, die Maschine, die Einstellungen. Aber das geht meines Wissens nicht. Vielleicht kommt sowas mal irgendwann, wer weiß. Aber im Moment geht das auf jeden Fall, soweit ich weiß, noch nicht. Und ja, die nächsten Updates sind erst nochmal E-Verbesserungen der Bodenparameter. Da soll nochmal was verbessert werden. Zum Sommer hin soll es eine weitere Map geben. Zum Sommer hin soll es eine weitere Map geben, die dann auch ein bisschen bergiger ist als die jetzige. Ich hoffe, bis dahin kriegen die das mit den Maschinenparametern hier so gefixt, dass der nicht auf so kleinen Hügel schon rutscht. Aber bin da eigentlich guter Dinge, dass sie das auch merken, dass das so nicht funktioniert. Da hinten fährt ein Schlepper. Ja, wer sich wundert, warum bei mir Schlepper rumfahren und bei ihm nicht, das ist ein Mod. Von modhoster.de geladen. Ich weiß gerade gar nicht, irgendwas mit KI-Verkehr ist das. Der sorgt halt unter anderem dafür, dass auch Traktoren unterwegs sind. Aber irgendwie sehe ich keine Autos, was mich ein bisschen wundert. Vielleicht muss ich den Mod auch nochmal entfernen. Schauen wir mal. Ne, aber Autos gibt es ja auch, ne? Autos habe ich auch schon gesehen. Aber viele sind es nicht. Ja, also ein paar Mods habe ich geladen. Hab's ja vor ein paar Folgen mal gezeigt. So ganz grob zumindest gezeigt. Deutz-Traktoren. Kleinere. 90, 140 und 200 irgendwas PS. Ganz kleinen C-Tor-Traktor. Dann ein Dingslader. Fällt mir der Name gerade nicht ein. Und dann noch ein sehr upsala, modernen Klaas. Na, 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 na. Das ist schon besser. Ja, wer es wen interessiert, der kann sich das war, glaube ich, vor 3 Folgen oder so, also als wir hier ins freie Spiel gestartet sind. Da habe ich die mal kurz gezeigt im Menü. Wen es interessiert, der kann da einfach nachgucken. Aber wie gesagt, auf modhoster.de findet man für Cattle und Crops inzwischen schon ein paar Mods.
Und ich denke, das werden mit der Zeit auch noch mehr werden. Ich weiß, dass einige schon dran sind mit Maps. Oder von mindestens einem weiß ich es, weil der dazu Fragen gestellt hat. Also von dem her werden da auch irgendwann nochmal Mod-Maps kommen. Halt. So, jetzt immer richtig. Ja, ist an. Gerade gucken müssen, ob der auch wirklich düngt. Aber macht er. Mengen sind natürlich entsprechend gering, weil wir brauchen nur 100 Kilo pro Hektar, wenn ich mich nicht vertan habe. Entsprechend viel haben wir davon natürlich nachher übrig, aber das legen wir halt auf Lager und gut ist. Das ist ja kein Problem. Dafür haben wir das Lager, ja. Also zwei Sorten Dünger, Feststoffdünger können wir da lagern. Nein, 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 da wollen wir nicht hin. Hier wollen wir hin. Einzig und allein hier. Nicht bei den Nachbarn übers Feld fahren, das gehört sich nicht. Das gehört sich absolut nicht. Und deswegen tun wir das auch nicht. Strahlender Sonnenschein, das ist perfektes Wetter für Feldarbeit. Und wir haben jetzt Anfang April, also 2.4. Von dem her sind wir doch in einer guten Jahreszeit zu säen. So, lenken wir schon mal. Und weiter wird gedüngt. Weiter gedüngt wird. Wir düngen weiter. So. So ist richtig. Ja, und dann haben wir es auch schon bald geschafft, ne? Zwei, also diese noch und dann noch zwei. Zwei weitere Bahnen und dann haben wir es geschafft. Haben wir das Feld fertig, dann können wir die anderen noch machen. Und dann sind wir durch. Ne, sind wir nicht. Aber dann haben wir zumindest mal 4 von 6 Feldern gedüngt. Zwei müssen wir dann noch. Zwei müssen wir komplett noch machen dann. Aber da können wir dann mit dem K60 auch anfangen. Wobei muss man gucken, was ich da dann pflanze. Ich da auch die Gerste oder ob ich da was anderes anpflanze. Vielleicht mache ich auf 1 doch Mais. Weil eigentlich bräuchten wir ja für die BGA welchen, ne? Aber ich glaube, die Mengen kriege ich einfach nicht zusammen. Das ist das Problem. Die Mengen kriege ich so schnell noch nicht zusammen, da brauche ich ganz andere Feldgrößen. Also mit meinen kleinen Feldern könnte ich höchstens halt auf Futtermais dann gehen. Mal gucken. Holen wir mal 6 oder 12. 6. Ich würde sagen, fangen wir mal mit 6 Bullen an, die wir auf die Weide stellen können. Da müssen wir dann auch mal beobachten, wie sich die entwickeln.
Oder ob wir die dann zufüttern müssen. Jetzt dürfen wir aber besser an den Bäumen da vorbeikommen, fällt mir gerade ein. Hoffe ich doch. Sieht aber gut aus. So, ich mach's mal an, weil da düngen wir das Feld jetzt schon mit. Die Wiese zwar auch, aber ja, so ist das halt, ne? Da mal ein kleines Eck, was fehlt, aber da kann ich auch mit leben. Da kann ich sehr gut mit leben. Dann haben wir die anderen Felder noch. 2x 30 Meter und dann das andere machen wir vielleicht auf 1 und auf 32. 14er. Dann haben wir es zumindest kaliumseitig voll abgedeckt. Diesmal achte ich darauf, dass ich nicht gegen den Baum fahre. Einmal Baum reicht. So. Dann machen wir gerade noch die anderen Felder. Das schaffen wir in der heutigen Folge noch. Die wird halt einfach ein bisschen länger. Dann haben wir nämlich alles zumindest vier Felder fertig gedüngt. Und das ist doch schon mal viel wert. Das ist richtig viel wert, würde ich sagen. Ich wollte gerade sagen, wo sind unsere Fahrspur von eben, aber hier ist sie ja. So, hier brauchen wir jetzt 30 Meter. Die 100 Kilo bleiben. So, ach so, vielleicht sollte ich es auch. Müssen wir ein bisschen rüber. Ich glaube noch ein bisschen. So ist besser. Passt. Dann haben wir das nämlich gedüngt. Dann können wir das 15er da noch. Und dann das 14er noch. Und dann ja, haben wir die vier Felder komplett fertig. Dann haben wir noch zwei, die wir noch vollständig düngen müssen. Aber da muss ich mal gucken, was ich da anpflanzen will. Ich würde wieder irgendein Getreide nehmen. So, ach so, das sollte ich vielleicht kurz deaktivieren. Sonst macht das hier Unfug. Und das will ich nicht. So in etwa. So sieht das ganz gut aus. Oder so. Und dann müssen wir da noch ein bisschen rüber. So, ist okay.
So ist okay. Ach, da ist der Hund. Ist gar nicht Rex heißt. Heißt der Rex? Ich nenne ihn mal Rex. Und dann brauchen wir das 14er Feld hier gerade noch. Das geht dann aber auch in zwei Bahnen. Dann machen wir, wie gesagt, 31 Meter Breite und haben dann das Feld auch vollständig mit Kalium gedüngt. Haben wir auch einen leichten Versatz drin, aber wie gesagt, da wäre halt schön, wenn man das speichern könnte pro Feld. Ups, falsche Taste. Na, 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 na. Was machst denn du? So haben wir ja nicht gewettet, ne? Einfach mal ins Feld fahren. So haben wir hier nicht gewettet. So, hier muss ich jetzt kurz auf die Next 33 ist es. Okay. Gehen wir auf 33. Gehen wir auf 33. So. Da müssen wir ein bisschen rüber. Aber ansonsten passt das. Ach so, 33 sind das. War gerade irritiert, warum ich weiter links unterwegs sein sollte, obwohl ich jetzt breiter bin. Das konnte nicht passen. Jetzt haben wir den Versatz nach rechts, das passt. Das macht dann Sinn. Das macht dann Sinn, alles andere eher nicht. So, jetzt müssen wir darüber. Na, 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 na. So. Das passt auch. Und dann haben wir tatsächlich alles gedüngt. Sehr schön. Also, alles, was wir heute angefangen haben zu düngen, haben wir auch fertig gedüngt. Wie gesagt, das Feld da hinten. Das da unten hier. Brauchen wir noch. Und dann haben wir da hinten noch eins. Also, das Feld 16 ist das. Und das andere weiß ich gerade nicht. Kriegen wir aber auch noch raus, welche Nummer das hat. So. Den können wir wieder ausschalten. Hallo? Dann haben wir als nächstes, wie gesagt, dieses Feld. Und das da hinten, glaube ich, noch. Fahr mal in Position. So, hier brauchen wir wahrscheinlich auch zwei Spuren. Das müssen wir testen. Ich gucke gerade mal, was unsere Felder sagen. Feld 12. Kalium passt. Stickstoff passt auch. Phosphat ist okay. Hier natürlich dann genauso. Im Feld 15 ebenfalls. Also das geht alles klar soweit. So, Feld 16, da stehen wir jetzt gerade davor. Das müssen wir noch, da muss ich aber mal gucken, was will ich denn da?
Sommerroggen vielleicht. Da ziemlich die gleichen Werte. Sommerweizen. Könnten wir auch. Da bräuchten wir aber mehr P. Dann machen wir vielleicht Sommerroggen. Da sind wir ziemlich bei den gleichen Werten. Dann haben wir Sommergerste und Sommerroggen. Das ist, denke ich, ganz okay. Und können dann damit... Ach, Feld 22 ist das. Okay. Dann machen wir dann auch den Sommerroggen. Ah. Sommerroggen? Ach so, das stellt das immer wieder um. Okay. Ja, dann würde ich aber Sommerroggen dann nehmen. Und, wie gesagt, das machen wir dann aber in der nächsten Folge. Ich sage danke fürs Zuschauen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ihr seid das nächste Mal wieder mit dabei. In diesem Sinne, tschüss. Bis zum nächsten Mal.